Ja, wir freuen uns, dass wir heute das erste Mal im Lichthafen stehen, in dem was schon gebaut wurde. Und neben mir ist Herr Jahnke. Herr Jahnke ist Architekt und eigentlich der Chef hier oben auf der Baustelle, ist für die vernünftige Ausführung verantwortlich und dass das jetzt schon so aussieht, wie es aussieht. Und wie es aussieht, würde ich mal Sie übergeben. Also wir sind in der zukünftigen Welt, ein bisschen Fantasie. Kann man sich auch die zukünftige Operationsplan vorstellen. Wir haben die Rohbau- bzw. Deckenschalungsarbeiten abgeschlossen. Da werden wir sehen, sind noch die Notstützen, bis die letzte Auswertung erfolgt ist. Und ansonsten können Sie den OP dann schon wirken lassen. Wir sind dabei, den ersten Betonbeton auszuschalen. Mit der Deckenschalung, die wird jetzt für den nächsten Abschnitt erweitert. Also nochmal wiederholt, in 3 Wochen ist der Rohbau fertig und was man da sieht, das ist die Deckenschalung. Ja, Deckenschalung, richtig. Und die Deckenschalung war mal hier. Richtig. Und die wandert sozusagen immer weiter zum Ende. Ja, sehr schön. Was vielleicht medizinisch wichtig ist, man sieht hier Räume. Man hört Baulärm, man sieht Räume. Das heißt für den OP, dass die Operateure und die Patienten richtiges Licht sehen. Das ist Licht innerhalb eines großen Gebäudes ohne natürliches Licht, sondern das natürliche Licht fällt in den Operationssaal und auf dieser Seite ist ja der große Eingriffsraum. Auch da werden Narkosen durchgeführt. Auch da sieht man, dass die Patienten Tageslicht haben. Und was wichtig ist, auch die Operateure und die Narkosemenschen haben Tageslicht.